Denkt dran, die Fische leben in ihrer eigenen Toilette. Mein Name ist André Ahrens von Koipon. Ihr habt euch einen neuen Teich gebaut oder euren vorhandenen Teich komplett entleert, sauber gemacht und alles wieder frisch gefüllt. Kernfrage, wann können denn nun eigentlich neue Fische rein? Kann man nicht genau beantworten. Es hängt natürlich im Wesentlichen von der Wasserqualität ab. Es fängt erstmal damit an, dass wenn ihr euren Teich füllt, eine Wasseruhr dazwischen schaltet, damit wir am Ende wissen, wie viel Wasser ist eigentlich wirklich im Teich. Danach wird dann die Größe der Filteranlage dimensioniert. Bisschen was habt ihr euch vorher schon ausgerechnet. Danach kann im Ernstfall Medikamente dosiert werden oder Algenmittel und andere Dinge. Also ihr solltet wissen, wie viel Wasser ist jetzt in diesem Becken. Wenn es ein ganz neuer Teich ist, würde ich sofort die Filteranlage einschalten. Ich würde zum Beispiel Milchsäurebakterien Biologik einbringen. Wenn es Stadtwasser ist, mit Zusätzen vorsichtshalber zuerst einmal mit unserem neuen Pond Protect eine Wassergrundaufbereitung machen, dass sichergestellt ist, dass keine Schwermetalle enthalten sind und das Wasser für die Fischhaltung schon mal clean ist. Sobald die Filteranlage eingeschaltet ist, der Teich gefüllt ist, bildet sich auch schon erste Biologie im Teich. Mit dem Fischbesatz könntet ihr aus meiner Sicht nach circa einer Woche schon anfangen, aber nach und nach. Ich würde mit 3 Fischen anfangen und diesen Bestand allmählich dann erhöhen. Sodass nämlich auch die Bakterienkultur in dem biologischen Teil eurer Filteranlage mitwachsen kann. Wichtig dabei ist, dass ihr dann regelmäßig die Wasserwerte im Auge haltet, hier vor allen Dingen der Nitritwert im Teich. So könnt ihr dann also nach und nach den Fischbestand anheben. Maximaler Fischbestand für einen Teich ist auch immer noch mal schnell eine Frage. Maximal ein Koi auf 1000 Liter, das ist in etwa ein 60 cm Fisch. Wobei ein Koi-Teich aus meiner Sicht erst ab 10 Kubik wirklich anfängt. Es ist ein Schwarmfisch, sie brauchen einen gewissen Schwimmraum, dass sie sich bewegen können, vernünftig im Teich, und wollen auch gerne zu 5, 8 oder 10 sein, dann haben die Jungs ihren Spaß. Wir hoffen, dieses Video hat euch gefallen. Lasst uns euren Daumen da, abonniert unseren Kanal und gebt fleißig Kommentare ein.